tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. Heute gibt's zur Abwechslung mal ein Pokémon, welches man wahrscheinlich sogar etwas häufiger sieht. Raikou ist ein legendäres Pokémon und hat als solches keine Entwicklungen. Der Mono-Elektro-Typ lässt ihm nur eine Schwäche gegen Bodenattacken und gibt ihm eine Resistenz gegen Elektro, Stahl und Flug. Ein Blick auf seine Basiswerte genügt, um zu sehen, dass man hier ein sehr potentes Pokémon vor sich hat. Seine höchsten Werte sind Spezialangriff und Initiative mit jeweils 115 Basispunkten. Dort stecken wir auch alle EV rein, um Raikou so schnell und stark wie möglich zu machen, und wählen ein scheues Wesen, um die Init noch weiter zu steigern und den nicht benötigten Angriff zu senken. Raikou ist damit extrem schnell und lässt sich nur noch von sehr, sehr wenigen Pokémon überholen. Als Fähigkeit steht nur Erzwinger zur Auswahl, da seine versteckte Fähigkeit noch immer nicht released ist. Zum Moveset. Donnerblitz ist eine zuverlässige Step-Attacke und sollte hier eigentlich Standard sein. Voltwechsel ist eine zweite Step-Option, mit der man Raikou auch mal aus einem ungünstigen Matchup rausnehmen kann. Spukball und Kraftreserve sind hier Coverage-Attacken. Die Kraftreserve sollte einen Eistyp haben, da diese zusammen mit Elektroattacken die bestmögliche Coverage erzielt. Für eine Eisreserve müssen der Angriff und der Verteidigungswert einen geradzeiligen DV-Wert haben, während Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative ungeradzeilig sein müssen. Wenn euch das mit der Kraftreserve zu hoch ist, dann nehmt stattdessen Ampelleuchte. Als Item geben sich hier wieder eine Menge Optionen. Ein Expertengurt, Lebenorb oder Wahlglas erhöhen Raikous Schadensoutput enorm, haben allerdings alle ihre Vor- und Nachteile. Eine Offensivweste ist auch eine Option, da Raikou auch einen starken Spezialverteidigungswert hat, wodurch er auf der speziellen Seite so einiges wegstecken kann, gerade weil er nur eine einzige Schwäche hat. Raikous Rolle im Kampf ist der Late Game Sweeper, allerdings kann er auch sehr gut im Early und Mid Game immer mal wieder reinkommen und ein wenig Schaden verursachen, wenn es nötig ist. Arbeitet viel mit Voltwechsel, gerade wenn ihr mit Wahlglas spielt. Passt allerdings auf, wenn im gegnerischen Team Pokémon mit Elektroimmunität zieht, sprich Boden-Pokémon oder solche mit Starthilfe, Blitzfinger oder Voltabsorber. Haltet so lange die Finger von Elektroattacken, bis ihr die aus dem Weg geräumt hat, und arbeitet lieber mit Spukball und Kraftreserve. Der große Trick mit Raikou ist es generell, ihn in keinen gefährlichen Situationen drinbleiben zu lassen. Vermeidet physische Angreifer, schnellere Pokémon und Boden-Pokémon und ihr solltet keine Probleme mit ihm haben. Als Teampartner empfehlen sich zuallererst einmal Pokémon mit Flugtyp oder Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe, da diese immun gegen Raikous einzige Schwäche sind. Des Weiteren lohnt sich ein physisch-defensives Pokémon, welches man immer reinwechseln kann, wenn man Raikou mit Voltwechsel rausholt. Da Raikou häufig rein- und rauswechselt, solltet ihr auch einen Spinner im Team haben, um nicht allzu viel Schaden durch Steinchen zu kriegen. Zum Schluss noch ein kleines Dankeschön an Yuki, denn dieses Raikou habe ich ja schließlich von ihm bekommen. Den Link zu seinem Channel packe ich einfach mal mit in die Videobeschreibung. Und jetzt seid ihr wieder dran. Sucht aus, wer als nächstes wieder dran sein darf.